guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Agentinnen.net. Heute bei mir im Interview Chris Vandoni und er ist Buchautor. Guten Abend, Chris. Guten Abend. Geht's dir soweit gut? Ja, fühle mich gut. Es ist ein bisschen warm hier drin, aber es ist angenehm. Wir haben hier zwei Bücher von dir. Und zwar aus dem Band Die Sphären-Trilogie. Und das zweite Band. Genau. Und das ist der erste, das ist der zweite. Und der dritte ist in Bearbeitung. Wird aber dieses Jahr nicht mehr kommen. Kannst du zuerst kurz was über dich erzählen, wer du bist, was du so machst? Also ich stamme ursprünglich aus dem Tessin, genau aus Locarno. Bin dann mit meiner Mutter und meinem Stiefvater in die Deutschschweiz gezogen, in der Deutschschweiz zur Schule gegangen, habe leider meine Muttersprache verlernt, spreche also jetzt eigentlich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Bin im Moment IT-Dozent. Ich gebe Kurse in großen Firmen, in verschiedenen Programmen und bin auch Sportfilmer bei einem Fußballclub. Filme dort die Spiele für die Trainer und auch für die Spielerinnen. Und so nebenbei schreibe ich auch Romane. Und das seit 1979. Da habe ich meine erste Geschichte geschrieben. Die fand ich dann aber so schlimm und so schlecht, dass ich mich entschied, die in die Schublade zu stecken und nie wieder hervorzunehmen. Ich habe dann beruflich bedingt 10 Jahre nichts gemacht, habe dann Ende 80er Jahre 3 Romane geschrieben mit denselben Personen, aber abgeschlossene Geschichten, fand sie aber dann eben auch nicht gut genug für eine Veröffentlichung und habe sie dann auch einfach mal archiviert. Dann habe ich 1991 meine eigene Firma gegründet im Bereich IT-Schulung. Und da wurde ich dann vom Beruf her ziemlich in Anspruch genommen und fand dann wirklich keine Zeit mehr zu schreiben. Ich habe ja früher auch noch Musik gemacht, war Studiomusiker, das musste ich dann auch an den Nagel hängen. Und dann ging das so weit bis 2008, bis ich beim Aufräumen mal so ein Manuskript in die Finger bekam. Und aus purer Neugier habe ich dann angefangen zu lesen und habe gestaunt, weil der Schreibstil, den fand ich dann wirklich schlecht. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Fachbücher geschrieben für Computeranwendungen, Schulungsbücher, musste dann natürlich darauf achten, dass der Schreibstil einigermaßen gut ist, habe dadurch ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe auch viele Bücher gelesen. Und wie das so ist, beeinflusst das einen und man lernt dazu. Und dann habe ich mich beim Fund dieses Manuskripts vor die Frage gestellt, soll ich dieses Manuskript überarbeiten, durch meine Erfahrungen in einen besseren Stil bringen oder soll ich es sein lassen? Und meine Art zu arbeiten war schon immer so, entweder richtig oder gar nicht. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Manuskript zu überarbeiten. Nur ist dann etwas ganz Erstaunliches passiert. Ich habe die Geschichte, ich wollte sie überarbeiten, aber schlussendlich ist eine neue Geschichte daraus geworden. Es ist nicht mehr viel von der alten übrig geblieben. Also man könnte die alte Geschichte jetzt auch hervornehmen, überarbeiten, dann hätten wir 2 Geschichten. Und dann habe ich diese neue Geschichte geschrieben, vorwiegend als ich unterwegs war mit dem Zug zu meinen Kursen, habe ich im Zug geschrieben. Abends habe ich das Neugeschriebene eingearbeitet und habe dann jeden Tag diesen Wechsel gehabt, meine reale Welt, meine Fantasiewelt. Und als dann die Geschichte zu Ende war, wurde mir bewusst, dass ich jetzt meine Fantasiewelt verlassen muss, weil die Geschichte ist ja fertig. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Also habe ich mich dann entschieden, eine zweite Geschichte mit denselben Figuren zu schreiben. Und die beginnt genau dort, wo die erste aufgehört hat. Und dadurch entstand die zweite Geschichte. Habe dann aber die erste nochmals ein bisschen bearbeitet, bevor ich sie veröffentlicht habe. Und habe einige Sachen eingebaut, die erst im zweiten Buch aufgelöst werden. Das waren dann meine Schnittstellen zwischen dem ersten und dem zweiten Buch. Und auch nach dem zweiten Buch sind einige Fragen offen, die dann erst im dritten Buch beantwortet werden. Das Konzept, das steht, das ist im Kopf, das ist auf Papier. Ich muss das Ganze nur noch niederschreiben. So, das ist meine Geschichte, wie ich zu den beiden Büchern gekommen bin. Was war deine persönliche Inspiration? Meine Inspiration
war einerseits das Lesen von anderen Geschichten. In meiner Kindheit habe ich viele Comics gelesen, aber nicht so diese Mickey Maus und Seifenblasengeschichten, sondern eher so Abenteuergeschichten, Rittergeschichten oder Dschungelabenteuer, alles Fortsetzungsgeschichten. Also auch da wieder Geschichten, die sich in die Länge ziehen, weil ich gern eintauche in eine Parallelwelt, in eine Fantasiewelt. Und das hat meine Kindheit sehr geprägt, weil ich durch meine damaligen Allergien sehr zurückgezogen gelebt habe. Ich konnte nicht mit den Kindern spielen, weil da war ich den ganzen Einflüssen ausgesetzt. Und dadurch habe ich mir in meinen eigenen vier Wänden eine eigene Welt aufgebaut. Und das war sicher mal der Ausschlag, dass ich dann auch in der Schule sehr lange fantasievolle Aufsätze geschrieben habe. Und später hatte ich dann das Glück, einen bekannten Schriftsteller kennenzulernen. Ich war von Erich von Däniken eingeladen worden und er hat mich dann gebeten, einen Freund am Flughafen abzuholen und zu ihm nach Hause zu bringen, weil der Erich war an diesem Abend einen Vortrag. Ich habe dann diesen Freund samt seiner Frau abgeholt am Flughafen und das war der Walter Ernsting. Der schrieb dann unter seinem Pseudonym die Periroden-Romane, hat die gegründet. Und aus dieser Begegnung, die im Februar 1979 stattgefunden hat, entwickelte sich dann eine ziemlich enge Freundschaft, so im Vater-Sohn-Verhältnis. Ich habe meinen richtigen Vater ja nie kennengelernt und er war für mich eigentlich sowas wie ein Vater. Und wir hatten dann über all die Jahre sehr engen Kontakt, bis er dann 2005 leider gestorben ist. Und er hat mich immer inspiriert und hat immer gesagt, schreib doch auch mal was. Ich sehe, du hast Fantasie, bei dir steckt viel Potenzial, schreib doch mal was. Und dann habe ich eben diese erste Geschichte 1979 geschrieben, die dann wirklich in meinen Augen ziemlich schlecht war. Vom Schreibstil, sie war auch humorlos und dann habe ich es dann später wieder versucht. Es ist schade, dass er jetzt meine Bücher nie gesehen hat. Die sind ja 2010 ist das Blaue zum ersten Mal erschienen, 2012 das andere. Und er hat leider das Ganze nie erleben dürfen, diese beiden Bücher. Und er hat mich also wirklich inspiriert und ich glaube, dass er in meinem Geist irgendwo noch herumgespuckt hat und mir geholfen hat, diese Geschichte niederzuschreiben. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so gewesen ist. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es mit dem dritten Buch weitergeht. Ja, sehr eindrücklich. Und wie kamst du zu deinem allerersten Verlag? Ja, als ich dieses überarbeitete Manuskript, eine neue Geschichte geschrieben habe, dann stand ich natürlich da und hatte keinen Verlag und habe dann auch meinen Lektoren in Berlin gefragt, hast du mir eine Idee? Den Lektor habe ich übers Internet gefunden. Ich habe da einfach mal Lektoren eingegeben in Google und dann kamen drei Seiten. Eine Sammelseite, wo sich Lektoren anbieten können. Ich habe da alle angeschrieben und der Gregor Ullerich aus Berlin, der hat sich dann als erster gemeldet. Ich habe ihn dann angerufen und wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch und ich habe sofort gewusst, dass da liegen wir auf einer Wellenlänge und ich habe mich dann spontan für ihn entschieden. Das war 2008 und ich bereue diesen Entscheid bis heute nicht. Also er ist so ein wunderbarer Mensch und er hat sich auch immer sehr tief in meine Geschichten hineingelebt und hat mir wertvolle Tipps gegeben und ich habe unheimlich viel gelernt durch ihn in Sachen Stilistik, Ausdrucksweise, wie bringt man eine Handlung vorwärts. Ich hatte viele Passagen drin, bei denen die Handlung stehen blieb und einfach irgendetwas geschrieben habe, worüber ich schreiben konnte, weil ich das gewusst habe. Aber er hat dann gesagt, weißt du, die Leute, da verlierst du Leser, weil die springen ab, wenn die Handlung nicht vorwärts geht. Und dann hat er mir eine Empfehlung gemacht, das rauszunehmen. Ich habe seine Empfehlungen meistens befolgt und bin heute wirklich froh, dass ich auf ihn gehört habe und habe dann gemerkt beim zweiten Buch, es geht schon viel besser. Er muss da viel weniger streichen. Und ich glaube, beim dritten Buch wird es noch besser werden. Dank ihm. Also mein Dank an ihn, weil er hat mir so viel gebracht und so viel vermitteln können. Und er hat mir dann gesagt, er mache normalerweise keine Verlagsempfehlungen oder Vermittlungen, aber er hätte einen Freund in Berlin, der betreibt einen Kleinverlag, einen Privatverlag, damit er seine eigenen Bücher veröffentlichen kann. Ich soll es doch, wenn ich nichts finde, mal bei dem versuchen. Das habe ich dann gemacht
Und habe dann aber leider erst, als das Buch gedruckt war, gemerkt, dass da nichts läuft. Er ist in keinem Buchverband, das Buch ist nicht gelistet, kann also von Buchhandlungen nicht bestellt werden. Und da ging einfach nichts. Und ich war am zweiten Buch schon fast fertig und machte mir schon Gedanken, ja, wohin mit dem zweiten Buch? Auch dorthin, dann blieb es auch irgendwo liegen. Und er wollte ja die Rechte nicht vom Buch. Er hat gesagt, wenn du etwas anderes findest, dann kannst du jederzeit dich lösen von mir. Ich lege dir keine Steine im Weg. Das fand ich sehr fair von ihm. Und dann habe ich für mein zweites Buch einen anderen Verlag gesucht. Und da hat der Zufall mitgespielt. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. In meinem Wohnort lebt ein Postbote, der uns täglich mit Post versorgt. Und seine Frau, die macht Buchillustrationen für Kinderbücher. Und die hat ein Buch illustriert, einer deutschen Autorin. Und dieses Buch ist beim Spiegelberg Verlag veröffentlicht worden. Und dieser Postbote hat sich dann vorher schon mit mir angefreundet und wir kamen ins Gespräch und gefragt, was ich so mache. Und ich habe ihm dann das erste Buch geschenkt von diesem kleinen Verlag. Hat es gelesen, fand es gut und spannend. Und dann kam er eines Tages und sagte, du suchst doch noch einen Verlag für dein zweites Buch. Ich hätte da was. Meine Frau macht Illustrationen für den Spiegelberg Verlag. Ruf den doch mal an. Habe ich dann gemacht, habe den Ronny Spiegelberg angerufen, gefragt, ob er noch neue Autoren aufnimmt. Da hat gesagt, natürlich. Am nächsten Tag saß der Ronny bei mir im Wohnzimmer und wir haben Ofenmaltine getrunken zusammen. Und dieses Ritual machen wir jetzt ab und zu mal, dass wir uns zu OVO treffen und irgendwie miteinander diskutieren. Und so bin ich dann beim Spiegelberg Verlag gelandet. Und ich finde es toll, mit Ronny zusammenzuarbeiten. Kannst du kurz zusammenfassen, um was geht es in deinen Bänden? Ja, also sie laufen unter Science Fiction, aber der Begriff Science Fiction ist ja in den letzten Jahren arg überstrapaziert worden von irgendwelchen Billigfilmen mit Horrorfiguren und so. Also Horrorfilme haben überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun. Science Fiction heißt ja fiktive Wissenschaft. Und da geht es wirklich um wissenschaftliche Themen, das können aber auch gesellschaftliche, soziale Themen sein, die früher zumindest von Autoren einfach weiterentwickelt worden sind. Wie entwickelt sich eine Gesellschaft bezüglich gesellschaftlicher Aspekte in der Zukunft weiter? Zu was kann es kommen? Und da sind teilweise ganz interessante Sachen zustande gekommen und das ist echte Science Fiction. Was wir kennen mit Star Wars und Star Trek, in Star Wars geht es ja mehrheitlich um Märchen und Raumschiffe und weiß nicht was und exotische Wesen. Bei Star Trek hat es teilweise auch philosophische Hintergründe, aber es ist auch die Action im Vordergrund und Weltraum. Das gehört sicher auch zu Science Fiction. Aber in der Literatur hat das eher weniger eine Rolle gespielt. Da sind es doch eher die gesellschaftlichen, sozialen Aspekte weiterentwickelt, wie wir sie heute haben. Und das habe ich auch versucht, irgendwie in diese Art zu bringen, indem ich den Ausgangspunkt meiner Geschichte am Anfang beschreibe. In den ersten zwei, drei Kapiteln ist es so, die Handlung spielt zwar einige Jahrhunderte in der Zukunft, könnte aber gerade auch heute spielen. Das würde tatsächlich passen, aber ich habe in der Zukunft mehr Spielraum, also habe ich die Handlung in die Zukunft angesiedelt. Und weil es in dieser Geschichte auch Rückblenden gibt von über 100 Jahren, musste ich die Geschichte in die Zukunft ansiedeln, weil es bei diesen Rückblenden ja nicht mittelalterlich zugehen darf, sondern eben auch mit technischen Sachen. Also war eigentlich das schon gegeben mit der Zukunft. Es geht eigentlich um Menschen, um die Entwicklung der Erde, der Gesellschaft, die sich mit den heutigen Problemen nicht mehr auseinandersetzen kann. Diese Probleme haben sich weiterentwickelt, das heißt die Migrationsprobleme, die wirtschaftlichen Probleme, die gesellschaftlichen Probleme, die technischen Probleme, die wir ja heute nicht sehen wollen, die aber auf uns zukommen, dann aber auch der Klimawandel. Und wie sieht das in 200, 300 Jahren aus, wenn sich diese Probleme weiterentwickeln? Also Pessimisten würden sagen, die Erde geht zugrunde. Also nehmen wir mal dieses Szenario und die Erde geht wirklich zugrunde. Alles geht kaputt und der Großteil der Menschheit wird vernichtet. Und dann rappelt sich die Menschheit wieder auf und versucht sich wieder zu erholen, was ja normal ist. Aber bevor all das passiert ist, haben sich Randgruppen
ausgestoßene Menschen, die andere Meinungen hat, die von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert worden sind, auch von Politikern nicht mehr, die haben sich dann davon gemacht. Die sind abgehauen auf einen anderen Planeten, haben dort eine eigene Gesellschaft gegründet, wollten die alten Fehler nicht machen und haben ihr Leben gelebt. Und dann ging eben die Erde zugrunde und diese Kolonie wurde vergessen. Und als sich dann die Menschheit wieder aufgerappelt hat, haben sie sich erinnert, wir haben doch da draußen noch eine Kolonie. Wir wollen doch mal schauen, wie es denen geht. Und die gehen hin und siehe da, oh Wunder, denen geht's gut. Einfache Gesellschaftsstrukturen, wunderbare Lebensqualitäten, wir wollen das auch. Also gehen wir auch dahin. Aber die Menschheit mit ihren Altlasten, andere Kultur, treffen auf eine neue Kultur und das geht nicht gut. Da gibt es Konflikte. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann beginnt die Geschichte im ersten Teil. Die Protagonisten gehen, haben einen Auftrag, müssen dorthin, diese Kolonie, und dort ist der Konflikt in vollem Gange. Die geraten da mitten hinein. Und wie das am Anfang so aussieht, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, das denkt sich der Leser, aber das ist dann nicht so. Je länger man liest, stellt man fest, dass das alles so sein muss, dass das gesteuert worden ist, dass die Leute dorthin gelotst wurden, voller Absicht, weil sie einen Zweck erfüllen. Und dass sie nur ein kleines Rad im ganzen Getriebe sind. Und das eröffnet dann mitten im Roman eine völlig neue Perspektive. Und dann passieren die großen Überraschungen. Und die größte Überraschung, die kommt am Ende, wenn man schon denkt, jetzt ist alles gelaufen, jetzt müssen wir nur noch den Bösewicht suchen, dann kommt die größte Überraschung. Die werde ich hier nicht verraten. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr es kaufen und lesen. Wo kann man es überall kaufen? Man kann es in jeder Buchhandlung kaufen. Ob sie es an Lager haben, das weiß ich nicht, aber bestellen kann man es. Man kann es auch in jeder Online-Buchhandlung kann man es kaufen, in der Schweiz, auch bei dem Großen in Deutschland. Überall, wo man Bücher kaufen kann, kann man diese Bücher kaufen oder bestellen lassen. Und wie gesagt, es gibt zwei Teile. Beim ersten Teil endet die Handlung. Ja, wie sage ich jetzt nicht, aber einige kleine Fragen bleiben offen. Der Leser wird dann im Epilog nochmals darauf aufmerksam gemacht, was dann so gelaufen ist und was unbeantwortet geblieben ist. Das sind dann die Schnittstellen zum zweiten Buch, wo dann all diese Fragen wieder aufgegriffen werden. Und dann kommen die großen Aha-Momente. Und auch beim zweiten Buch bleiben dann am Schluss einige Fragen offen und die werden dann im dritten Buch beantwortet. Dort wird dann alles aufgelöst. Dann gibt es am Schluss oder sollte es keine Fragen mehr geben. Ob es gut ausgeht oder nicht, ihr müsst selber lesen. Gut, vielen Dank, dass du da warst.